Willkommen im Kriegsgebiet, liebe Epgefahrnutzer. Wir haben uns nach Boom Beach begeben, die neue Applikation von Supercell. Die sind bekannt für Hay Day oder Clash of Clans. Und wer das Spiel schon mal gespielt hat, weiß, da sind sehr, sehr viele In-App-Käufe drin und die Entwickler machen, ja, ich weiß nicht wie viel, aber rund einen sechsstelligen Betrag am Tag an Geld, von eurem Geld. Und wir wollen jetzt aber jetzt erstmal dem Spiel widmen und gehen dann nochmal ein bisschen auf das Spielprinzip ein. Ich habe schon ein bisschen hier rumgespielt und befinde mich hier auf meiner Insel, wo ich jetzt, nachdem ich ungefähr, ich weiß gar nicht, 10 Stunden nicht gespielt habe, hier mal ein bisschen Gold einsammeln kann. 500 von dem, 500 von dem und 500 hier. Und hier gibt es auch etwas Holz, 1450. Das ist ganz nett, ganz nett. Hier gibt es nochmal ein paar Münzen, die wir uns jetzt mal hier unser Konto gut schreiben. Und zwar, das Spiel ist ja, relativ simpel aufgebaut, ähnelt den anderen Spielen, die ihr wahrscheinlich schon kennt, von dem gleichen Entwickler. Und wir, ja, herrschen jetzt über unsere Insel, müssen hier verschiedene ja, Häuser bauen, ein Sägewerk, eine Goldmine, haben hier unsere Basis und haben hier halt unsere Schiffe und auch so ein Kreuzer oder Kanonenboot und müssen halt versuchen, hier auf der Karte, wenn wir da mal hingucken, ja, und wie es aussieht, gibt es noch keine Schlacht, okay, und müssen halt hier auf der Karte die verschiedenen Inseln hier wieder einnehmen, beziehungsweise von dieser schwarzen Macht befreien, indem wir halt da die aufgebauten ja, Lager zerstören und einnehmen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel einfach mal die Möglichkeit, ein paar Diamanten einzusammeln. Wie hübsch, jetzt habe ich 72, aber wir gehen nochmal zurück in unsere Basis und schauen einfach mal hier rein. Wir können jetzt hier unser Hauptquartier verbessern und wie man sieht, brauchen wir jetzt 5900 Holz dafür und ich habe gerade 3800, sprich das reicht nicht und wie ihr seht, der Ausbau würde schön 2 Stunden dauern und von daher lassen wir das erstmal weg. Wir könnten das natürlich mit Diamanten besteuern, die übrigens als In-App-Kauf verfügbar sind, wer hätte es gedacht. Wir könnten aber allerdings jetzt zum Beispiel mal jetzt hier, zum Beispiel das Goldlager. Okay, da brauchen wir 4000, das können wir auch nicht machen. Gucken wir doch mal hier unser Holzlager. Das sieht gut aus, 1300 und das dauert 10 Minuten. Ja gut, dann baue ich das mal aus und wie ihr seht, der Timer 10 Minuten. Optional können wir das mit 5 Diamanten überspringen. Damit es interessant wird, würde ich sagen, gehen wir mal hier in eine Schlacht rein. Und zwar nehmen wir mal hier das Level 2. Und wenn wir was angreifen möchten, müssen wir erstmal ein paar Münzen dafür bezahlen, damit wir überhaupt dahin dürfen. Und wenn wir uns hier weiter erkunden möchten auf der Karte, wie man sieht, hier sind ja diese Münzen 900, 800, 600, müssen wir dafür auch erstmal Geld bezahlen. Und ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein und schauen mal oder zeigen euch, wie das Ganze hier funktioniert. Wir haben jetzt hier unser Kanonenboot und unseren, ja, unsere Truppen mitgenommen. Und könnten jetzt zum Beispiel mit dem Kanonenboot eine Kanone schon mal hier vom Boot aus auf den Turm feuern und sagen jetzt hier, unsere Boote sollen mal hier an den Strand fahren. Und dann machen die Kollegen sich hier auf den Weg und versuchen dann natürlich alles niederzumetzeln. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Truppen. Einmal so ein, der geht komplett durch und schießt etwas schneller, ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Und wir haben schon ein paar verloren, deswegen haben wir nur noch zwei normale Soldaten hier, aber für das Level 2 reicht das hier aus. Und ja, wie man sieht, bekommt man, wenn man hier Gebäude zerstört, diese Kanonenangriffspunkte, nenne ich die jetzt einfach mal, mit denen wir dann zum Beispiel hier die Kanone nochmal auf das Lager abfeuern können, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und wir haben übrigens ein Gefecht, das darf nur hier oben noch 3 Minuten ungefähr dauern, bis wir alles zerstört haben. Das Lager ist dann doch schon etwas widerspenstig. Wie ihr seht, geht das recht langsam runter. Wir haben allerdings auch ja, recht wenig Soldaten hier im Moment zur Verfügung, die das Ganze hier wieder metzeln können. Ich würde sagen, wir machen mal Rückzug, das dauert mir ein bisschen zu lange. Und wir kommen dann wieder, wenn wir ein paar mehr Soldaten haben. So. Ein Verlust, genau, wir haben nichts bekommen. Und gehen nochmal hier zurück und schauen mal hier auf unsere Boote. Und wir können dann natürlich sagen, hier mehr Truppen. Kostet dann 80 Münzen. Wir könnten sagen, Truppen wechseln und schauen uns dann halt hier an, was wir hier machen können. Beziehungsweise wir haben jetzt hier halt die verschiedenen. Wir haben einmal hier den Kollege. Ja, wie sie auch immer heißen, ich weiß es nicht. Auch nicht so tragisch, aber diese zwei Optionen haben wir hier. Und wir haben nochmal ein bisschen Gold bekommen hier. Und können dann natürlich auch
hier unten über das Symbol des Hammers verschiedene Sachen bauen, die hier allerdings alle ausgegraut sind, weil wir ja das Hauptquartier auf Level 7 upgraden müssen oder auf 8 oder halt verschiedene weitere Gebäude auf ein Level hochstufen müssen, was wir noch nicht erreicht haben. Wir können da links hier mal in die Abwehr schauen und wir haben jetzt zum Beispiel einen Schützenturm, den wir errichten könnten. Der wird dann hier erstmal frei hingestellt und ich sag jetzt mal, wir stellen den mal vorne an den Strand, falls uns mal wer angreift und dann bekommen wir noch so einen schönen Pop-up. Du kannst nur ein Gebäude auf einmal bauen. Ja gut, jetzt kriege ich heute noch 4 Diamanten, damit ich auch ein zweites gleichzeitig bauen kann. Und dann habe ich das jetzt so gemacht. Wir können den Turm jetzt zum Beispiel auch verbessern, dauert mal gerade 5 Minuten. Die Wartezeiten sind halt ein bisschen unerträglich, gebe ich mal zu. Wir haben hier noch die zusätzlichen Erfolge, mit denen wir ein paar Diamanten bekommen, wenn wir zum Beispiel das Hauptquartier auf Level 10 aufgestuft haben. Wobei das dann erst der zweite Stern ist, aber die Diamanten gibt es trotzdem. Und ja, das dauert halt natürlich ein bisschen lange. Wir sind hier gerade auf Stufe 3. Und wenn ich das jetzt hier ausbaue, 2 Stunden, muss ich natürlich warten, bis das fertig ist. Ich kann natürlich weiterspielen, indem ich andere Sachen hier mache. Und kann dann natürlich hier auch die Karte weiter erforschen. Wenn ich hier mal die 600 und hier die 800 investiere, dann sehe ich halt, okay, ich habe hier mal noch eine Schatztruhe gefunden, ein paar Diamanten und habe hier noch verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Hier über das Menü können wir nochmal sehen, was wir gerade gemacht haben, beziehungsweise dass wir das eine Dorf jetzt nicht eingenommen haben. Und das Freemium-Prinzip und die Grafiken, die sind ja ganz nett gemacht. Allerdings ist dieses Freemium-Prinzip überhaupt nicht meins. Und es gibt natürlich auch hier diverse In-App-Käufe. Wer möchte, kann hier natürlich die Kiste voller Diamanten für 90 Euro kaufen. Und freut sich dann über ganz viele Diamanten, kann dann zum Beispiel hier den Ausbau mit 2 Diamanten direkt fertigstellen. Oder auch hier mit einem Diamant unsere Truppen laden. Da das jetzt mal wieder voll ist, würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal hier den Angriff starten. Und das Ganze hier zu Ende führen. Aber wie ihr seht, haben die Kollegen sich wieder aufgebaut. Und wir müssen nochmal erneut alles niedermetzeln. Und wir helfen jetzt mal mit dem Packer noch nach. Das ist ein Level 2, das dürfte eigentlich ganz gut jetzt funktionieren mit denen, was ich hier an Truppen losgeschickt habe. Wenn wir ein bisschen näher zu wollen, sieht man auch, dass dann hier der Energiebalken dann doch ein bisschen schneller runtergeht. Schießen wir noch eine Kanone hinterher. Und warten das mal ab, dann sehen wir auch mal, was wir an Belohnung bekommen. Dazwischen kann ich euch noch erzählen. Ja, die Wartezeiten mag ich gar nicht. Wenn mir jemand vorschreibt, ich soll jetzt 3 Stunden warten, um weiterzuspielen, ja, kann ich mich einfach nicht mit anfreunden. Es gibt bestimmt viele von euch, die das genauso sehen. Andere Spieler, die vielleicht so mehr zwischendurch spielen, sagen, ja, das ist okay, dann beende ich die App halt und gehe später nochmal rein. Da ist natürlich auch viele Entwickler, die Leute an die App zu binden, damit man da lange spielt und optional, ich sag optional, aber dass man wieder schon fast dazu gezwungen, In-App-Käufe zu tätigen, falls man hier schneller vorankommen möchte. Denn wenn man wirklich alle Ausbauten mit Diamanten beschleunigt, sind diese schnell futsch. Auch gibt es natürlich die Ressourcen, die öfters begrenzt sind. Jetzt haben wir alles niedergemetzelt und bekommen jetzt hier, schauen wir doch mal, 864 Münzen und 488 Holz. Das ist okay. Man bekommt immer ganz gute Ressourcen. Damit kommt man auch anfangs ganz gut aus. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man jetzt, was ich total dämlich finde, wenn ich jetzt hier so einen Baum abholzen soll, soll ich dafür gleich erstmal 300 Holz und 600 Münzen zahlen, einen Baum abholzen und Holz bezahlen. Ich weiß nicht, macht irgendwie keinen Sinn, aber gut. Das sind hier auch diese Erfolge. Ich soll jetzt hier irgendeinen Baum abholzen oder einen Stein einfahren, damit ich hier was bekomme. Man hat hier übrigens auch so ein paar Listen, wie man gerade sieht, wie viele Medaillen oder Abzeichen wir gesammelt haben. Für jeden Angriff bekommen wir eine. Ich habe jetzt 10, jeder der Beste hat schon 1100. Regional 564 und Freunde im Game Center. Sieht man dann halt hier auch. An sich in den Optionen, da bleibt nicht mehr viel übrig. Man kann hier halt den Sound und die Soundeffekte deaktivieren oder aktivieren oder sich auch mit Facebook verbinden, um so ein paar Erfolge zu teilen auf Facebook. Und das Spielprinzip ist gelungen. Das wird natürlich ein bisschen noch ausführlicher. Allerdings gefällt mir das Freemium-Prinzip nicht.
Und falls ihr auch keinen Bock auf Freemium habt, nicht installieren, auf keinen Fall. Und ansonsten könnt ihr natürlich einen Blick wagen. Das Spielprinzip macht eigentlich Spaß, aber über ein Premium-Spiel hätten wir uns natürlich gefreut. Aber das ist von den Clash of Clans-Machern nicht zu erwarten gewesen. Und von daher, schaut einfach selbst mal rein. Ihr müsst natürlich keine In-App-Käufe tätigen, dann müsst ihr ein bisschen länger warten. Ja, ansonsten, grafiktechnisch und ja, vom Spielprinzip ist alles gut gemacht. Entscheidet selbst, lasst eure Meinung noch in den Kommentaren wieder und dann schauen wir mal weiter.